Ich habe meine Geschwister jetzt abgeholt, alle außer Dennis. Jetzt gehen wir zum Stadtsee, beziehungsweise wir sind schon fast da. Amina hatte ja eben Online-Unterricht. Ich habe sie gefragt, so ja, und wie war Schule? Also hast du Schule gemacht? Und so, sie meinte so, nee, hat sie nicht, nein, bloß nicht. Ja, machst du es aber. Wieso war der Weiß? Sogar zweimal. Einmal Stopp, einmal. Was machst du hier? Willst du ins Wasser fallen? Fabel. Ich bin hier rausgenutzt. Noch einer, der schwimmen gehen möchte. Wusstest du ja nicht, dass es hier ist? Nee, nee. Wir schon 1000 Jahre hier. Das, irgendwo da weiter hinten ist auch sowas. Ja, wozu ist das? Weiß nicht, zu spielen. Ist auch Sand und so. Kann man ein bisschen chillen wenigstens. Ja, wenn Dennis angeln geht, könnt ihr dann hier spielen. Das Wichtigste, hier kann man sitzen. Sitzen, das ist. Wann wart ihr denn das letzte Mal beim Schatzsee? Das ist eine gute Frage. Die sehen wir noch gar nicht. Hä? Die sehen wir noch gar nicht. Ja, das ist, ja, das ist sicher. Ja, wann wart ihr denn das letzte Mal beim Schatzsee spazieren? Cool, ich glaube, wo meine Oma zu Besuch war. Nee. Meine Oma zu Besuch war. Doch? Nein. Doch. Bisschen. Hey. Doch. Ich glaube schon. Oh, sieht doch schön aus. Ach, das ist ja schon so. Wo? Ja, hier wird der Kiosk neu gemacht und so. Also allgemein wird hier so ein Kiosk gemacht. Hier war der Kiosk früher? Ach so. Ja, hier war doch früher so ein Kiosk, ja, der dann im Endeffekt zu war. Ja. Also, dass hier irgendwas gebaut wird, sehe ich bis jetzt nicht. Ja. Ich bin blind. Ja, ich denke mal wegen dem Wetter oder so bestimmt. Wird hier jetzt erstmal nichts heute gemacht. Heute ist ein voll schöner warmer Tag. Gestern war es noch wärmer. Trotzdem war es schön voll. Also gestern war es richtig warm. Hat sich wie Sommer angefühlt. Hier wird noch irgendwas gebaut. Das ist ja das gleiche, was auch da hinten bei dem anderen Platz ist, wo Dennis immer angelt. Oh wow, die bleiben sogar stehen und warten auf mich. Ohne da dich. Auf der Straße eine Ratte gesehen. Weißt du, wie fett die war? Die war richtig fett. Aha, eine Ratte. Okay. Wir reden gerade über dich. Über mich. Ja, sie hat angefangen. Sie hat dich Ratte genannt. Auf und du bist ein Fuchs. Ja, du bist eine Ratte. Und du bist ein Fuchs. Und dann ist Fisch. Und du, Amina? Eine Maus. Maus? Stimmt, ja, du bist eine Maus. Also, Amina, wir sind verwandt. Wir sind jetzt eine Runde um den Schatzsee gegangen. Jetzt sind wir auf dem Rückweg. Ich war gerade eben unter einer Laterne. ja, die Kamera filmt echt gut im Dunkeln. Also es ist jetzt nicht richtig dunkel, aber schon dunkel. Ich frage mich, wie die dann filmt, wenn es komplett dunkel ist. Voll hell, ne? In der Kamera. Ja, die filmt recht gut. Ich bin hier fast eben hingefallen. Ich gehe mal kurz hoch und sehen. Vielleicht hole ich mal Masken oder so, wenn die mich hier haben. Oh, es ist warm hier. Oh nein, meine Kamera ist beschlagen. Wir gehen jetzt nochmal schnell zu Lidl. Was ist nochmal? Wir gehen jetzt zu Lidl. Ich ziehe mal jetzt diese Stoffmaske an. Ich weiß jetzt nicht, ob man die überhaupt noch anziehen darf. Aber ich habe bei meinen Eltern sicherheitshalber noch so eine anderen Masken genommen, die man auch dann tragen darf. Ich weiß wirklich nicht, ob wann das jetzt so ist. Naja, werden wir sehen, ob die mich dann rausschmeißen. Ich zeige euch gleich, was wir alles gekauft haben.
so. Also auf jeden Fall eine Tüte. Ah, du hast auch eine Maske ab. Tüte, dann haben wir Nuggets, so ein Fischfilet und dann noch einmal so ein. Solche Kekse, Brot. Kekse? Das sind Chips? Ja, Chips meine ich. Hähnchen, Brust, Wurst und Eier. Ich würde uns dann Nuggets machen. Ja? Muss ich erstmal hier die Hundeleckerlis wegpacken. Und. Yep, ich hab's geschafft. Oh, der Backblech, Mensch. Wir müssen mal gucken, irgendwas Spezielles kaufen oder so, damit das irgendwie abgeht. Das kann man nicht abwaschen. Das ist angebrannt. Ja, das ist so was angebranntes. Das geht nicht weg mit ganz normalem Spülmittel. Wir gehen jetzt nochmal schnell raus, schmeißen Müll weg. Also wir gehen jetzt schnell Müll wegschmeißen. Da steht er schon. Und danach gehen wir mit den Hunden Gassi und ja, wir wollen noch irgendwas so großartig machen. Das weiß ich nicht. Also wir haben ja, als wir gekommen sind, habe ich ja Nuggets in den Ofen gepackt. Dann haben wir Nuggets gegessen und dann haben wir YouTube geguckt, unsere Lieblings-YouTuber, sag ich mal so, die wir sonst immer gucken. Ich habe hier immer noch nicht durchgefegt. Ja, ich weiß. Zum Glück habe ich jetzt Schuhe an. Ich habe vergessen, meine Mütze aufzunehmen. Egal jetzt. So, was willst du jetzt machen? Weiß ich. Weil ich hole jetzt den Atome. Soll ich diese paar Stückchen den Hunden geben? Pff, kannst du machen, die letzten Hundeleckerlis. Die ich nicht gegessen habe. So, hast du das Backpapier weggeschmissen von den Nuggets? Ja. Warum? Weil da hätte ich jetzt nochmal was drauf machen können. Weil ich so dachte, habe ich weggeschmissen. Weil normalerweise benutze ich Backpapier öfter, außer es sieht nicht mehr gut aus oder ist schon gerissen. Ja, so mache ich es eigentlich auch. So, mit 20 bis 22 Minuten. Im Ofen. 4 Stück. Muss ich nicht so viel Geschirr waschen. Ey, das Kamera hat sich eben auf dich fokussiert. Und ich war unscharf. Ja. Vielleicht noch ein Redefuch. Ja, du musst heute weniger Geschirr waschen, weil gestern das meiste ja gewaschen wurde. Weil sonst sammelt sich bei uns an einem Tag viel mehr Geschirr. Ja, wir waren halt auch zu kleine Meisterschaft unterwegs, waren spazieren und so. Wir haben heute einfach nicht richtig gekocht, angeblich. Na, jetzt kochen wir. Also stell dich schon mal drauf ein, dass du morgen viel waschen musst. Ja, ich spür schon. Wir brauchen diese Säcke für schwarz, also diese mit dem gelben Rand. Ich habe keine mehr, ich habe die kostenlos bekommen da von Oma. Dann musste ich wohl welche kaufen morgen. Aber die haben für recht lange gereicht, ich glaube nur so ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr. Ja, weil seitdem wir die gelben Säcke haben, benutze ich die nur für den gelben Müll. Ja, die anderen sind ja auch an sich für den gelben Müll auch gedacht. Ja, das weiß ich.
Das Essen ist fertig. Steht sogar schon auf dem Tisch. Dann oder wolltest du da? Das ist für mich. Okay. Das sind je. Zwei verschiedene Hälften. Bei dir auch. Ja. Oh, es duftet so schön vom Bad jetzt, weil du duschen warst. Es duftet für mich schön auch nach Essen. Wollen wir was gucken über YouTube? Ja, können wir machen. Und was? Weiß ich nicht. Na, Internet muss ich erstmal anmachen. Mmh, riecht das lecker nach Fisch. Ich hab Peter eben ausgemacht. Das ist jetzt sowas. Honigsenfsoße. Oh, ist heiß. Schreibt die ganze Zeit jemand. Ja, du hast mir zweimal geschrieben und Mama hat mir einmal geschrieben. Ich hab sie geschrieben. Das war tagsüber. Ja, aber der hat sich tagsüber habe ich dir Fotos geschickt gehabt, die ich gemacht hatte mit der Kamera gestern. Ja, hast du mir zweimal noch was anderes geschrieben? Ja. Also ich weiß es nicht mehr. Hau rein, genau. Was soll ich anmachen? Ich weiß nicht. Ja. Mit Honigsoße. Honigsenfsoße schmeckt das richtig lecker. Wie wird? Wer denn? Video Baby, nee. Die anderen hat nur ein Video. Video Baby hat nichts, Re Victoria hat nichts, Artyom hat nichts. Ja, Rausch, nee. Mir haben sich alle YouTuber durchgeguckt, die werden mal gucken. Mary Elric. Stimmt, die Tochter von Re Victoria. Mary Elric. Oder auch ihr Freund, der macht auch gute Videos. Zu spät. So, welches Video habe ich zuletzt geguckt? Das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen, das hier. Tschüss und bis zum nächsten Video. Ciao. Hallo von mir. Wie ihr gesehen habt, steht hier ein Schmuckstück auf dem Tisch. Ich war heute einkaufen und da dachte ich mir, hole ich die mal, da die schon zweimal reduziert wurde in Aldi. Dann habe ich mir die geholt, weil ich schon lange eine Geschirrspülmaschine haben möchte. Und heute ging mein Wunsch, so gesagt, in Erfüllung. Ja, liebe Leute, wir haben jetzt eine Geschirrspülmaschine und hier bin ich. Da sieht man mich da oben. Ich habe die jetzt angeschlossen. Hier ist der Schlauch, der geht in den Waschbecken. Da kommt dann das Wasser raus. Wir müssen dann gucken. Mach mal die Hand kurz weg. Hier ist so ein, wie so ein Noppen sozusagen dran. Wir müssen mal gucken, uns irgendwas anderes irgendwie holen oder bestellen, damit das richtig fest befestigt ist, damit das nicht irgendwie aus Versehen doch noch abgeht. Also wir sind jetzt glücklich, dass wir eine Geschirrspülmaschine haben. Somit müssen wir... Du bist glücklich? Wir sind glücklich. Na, ich frag dich, bist du darüber glücklich? Ja, schon. Weil, wo wir die ausgepackt haben, meintest du, ja, die ist doch für uns viel zu klein. Denn die sah zuerst so klein aus und so, weil ich kenne sonst nur so ne, die ganz großen so. Ja, es gibt verschiedene. Es gibt auch etwas größer als die ist. Es gibt auch, glaube ich, noch kleinere, wenn ich mich nicht irre. Habe ich, glaube ich, irgendwo auf TikTok gesehen. Denke ich, für einen Teller oder was? Wir müssen dann noch diese Pets kaufen. Warte, der hat angefangen zu... aufgehört zu... Oh, wenn ich hier da Wasser haben. Gut, Frage. Nächste Frage. Ich denke mal eher vielleicht, weil wir kein Salz haben oder so. Wir wollten einmal so eine Spülung machen, also so ganz normal sozusagen, so einen ganz kurzen Waschgang. Ja. Aber wir haben halt noch kein Salz und keinen Spültabs. Ja, da kommt Wasser rein. Machst du was? Video willst du machen oder Foto? Ein WhatsApp-Status, ne? Oh, wie du dich freust darüber. Ja, seit 2 Jahren. So jetzt müssen wir weniger Geschirr waschen. Selber. Ja, du, ich wasche am öftersten Geschirr. Am meisten. Am öftersten. Dafür koche ich. Ja, schön für dich. Wie koche ich wenigstens? Wenigstens. Wenn du wenigstens voll. Warum sage ich wenigstens? Oh, ich hab gespuckt. Oh, Papa!
Video zeigen? Ja, zeig mal das Video. Ja, das ist mein komisches Gesicht am Ende. Er ist uns erstmal erschrocken. Etta da, frust dich erstmal. Ich hab mich voll erschrocken. Du hast die. Warum schon wieder drin? Dann müsst ihr die ausbilden. Kruta. Dann ist es ja nur Drigolit. Weißt du nicht? Da. Hat sich gelohnt. Was du da stört. Geschirr wartet, hat sie gesagt, am Ende. Und irgendwo in der Mitte habe ich gesagt, durchstieg, das heißt, es regnet.